Hallo ihr Süßen und willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Ich muss was beichten. Ich habe nämlich die restlichen Folgen mit Shuffle LP ein bisschen gelöscht. Aus Versehen. Es war wirklich aus Versehen. Ich habe meinen ganzen Flaps-Ordner leer gemacht und dann waren da noch die ungerenderten Aufnahmen drin und ja, jetzt sind sie weg. Wir haben in der letzten Folge unser zweites Haus eingerichtet oder unser neues Haus eingerichtet. Das hier wird das Bad. Was noch nicht ganz fertig ist, was noch ein Bad werden muss. Sitzecke, Grünzeug mit Schildern drumrum, Zeug, Bett. Hab Doppelbett gemacht, weil besser aussieht. Unser Teppich, wie ihr euch ja entschieden habt, für Rot. Und draußen ist die restliche Sache hier abgebaut worden und wir haben nur noch unseren Schuppen. Denn jetzt nichts anderes werde ich das benutzen. Es ist für mich einfach der Schuppen total schlechthin. Und hier unten noch unsere kleine Grabungsstätte, die wir aber auch nicht wirklich weiter benutzt haben. Hi. Ja, die wir nicht weiter benutzt haben. Und das sollten wir langsam mal nachholen. Ich habe mir gedacht, als kleines Future und als kleine Entschädigung dafür, dass jetzt die Parts mit Tom leider nicht mehr kommen können, weil sie halt einfach nicht mehr da sind, habe ich vor, ein bisschen meine Aufnahmen wieder zu revolutionieren. Und jetzt können wieder ganz viele sagen, die ist Fame geil. Ja, ich zeige mal wieder meine Fresse, es tut mir leid, ich kann nicht anders. Ich bin so von mir selber überzeugt, dass ich es einfach tun muss. Was machen wir denn jetzt eigentlich? Also, wir könnten unser Bad bauen, aber nee, ich gehe mal lieber da runter. Denn da wollte ich nämlich auch eigentlich hin. Da unten knurrt und bubbelt am laufenden Band. Und wir wissen nicht, woher es kommt. Das nervt mich. Das nervt mich ganz tierisch. Ich möchte das wissen, woher das kommt. Und deswegen dachte ich mir, könnte man ja eventuell mal ein bisschen weiter graben. So. Graben wir mal in diese Richtung. Ich dachte, von hier kommt das Knorren. Anscheinend kam das Knorren nicht von da. I don't know why. Aber, ja, naja, ne? Oh, ist halt Knorren. Und ich weiß jetzt wieder nicht, wann ich angefangen habe aufzunehmen. Denn das muss ich dann gleich wieder gucken, weil ich habe ganz viele Tests gerade gemacht, weil ich halt irgendwie kleinere FPS-Lags hatte. Und ach, und Fu und Käse. Und alles hat mich gehasst. Meine Technik hasst mich nämlich irgendwie grundsätzlich immer. Weiß nicht. Wenn jetzt irgendjemand in die Kommentare schreibt, nicht nur die Technik, dann fange ich an zu weinen. So. Ich weiß, ihr mögt es lieber, wenn ich die natürlichen Caves finde und dann durchstöbere. Ich persönlich grab sie mir lieber, weil ich viel zu faul bin, so weit zu laufen. Also, ich weiß, dass in 200 Metern eine kommt und ja, wir sehen uns dann in 200 Metern. Nein, Spaß natürlich nicht. Ich habe nicht vor, in diese Cave reinzugraben, weil ich einfach weiß, wie fucking tief die war. Und das werde ich nicht nochmal tun. Das auf keinen Fall. Aber das Eisen hier würde ich gerne mitnehmen. Das finde ich sehr freundlich, dass ich das Eisen hier mitnehmen darf. Ich werde weiterhin in Caves die verdammten... wie heißt es denn jetzt? Mobs. Mobs heißen die guten Dinge. Werde ich weiterhin ausmachen in Caves, weil... Ernsthaft, mein Herz, ne? Ihr kennt das. Mein armes, armes Herz. Und ich habe das Gefühl, dass der Ton so fucking laut ist. Der ist aber gar nicht laut. Ich mache den jetzt weiter runter. Ich mache den jetzt auf 2. So. Ach, jetzt ist es auch sehr angenehm. Ihr hört zwar das Rumgepoltere jetzt nicht mehr so gut, aber es ist auch doof. Und die Musik möchte ich auch anhaben. Aber so auf 15. Nehmen wir den mal auf 7. Bum, bum. Okay, man hört es jetzt wieder. So. Oh, Käse. Wir graben uns weit von unserem Hause weg. Oh, Minecraft-Musik. Ist es nicht schön? Ist es nicht welch ein idyllischer Ort? Die Musik wirkt auf meinem Headset viel zu laut. Falls sie laut sein sollte, tut's mir leid. Obwohl, tut's mir eigentlich nicht. Dann hört ihr wenigstens mein dummes Gelabere nicht. Zumal ich meine Stimme nicht separat lauter stellen kann, da ich wieder mal faul bin. Und... Oh. Oh.
Au. Ja. Ihr wisst, was das heißt. So. Ja, ich bin eine Pussy. Aber ich darf das. Ich bin eine Frau. Wie... Oh Gott, ich dachte, jetzt hinter mir steht eine Kuh. Dabei war es ein Bröckchen Erde. Himmel. Wie... bauen wir jetzt das Ganze aus? Das ist jetzt echt eine Frage. Also, das müssen wir ja irgendwie ausbauen. Ach du Scheiße. Ich meinte... ach du große Güte oder sowas. Irgendwas Jugendfreies. Und mein Steam ärgert mich schon wieder. Ich möchte nämlich gerne Assassin's Creed installieren. Und er sagt, nö, will ich nicht. Und ich denke, doch, du willst. Und dann sagt er wieder, nö, will ich nicht. Und dann geht's wieder, doch, du willst. Und dann, ihr kennt das Spiel. Ja, ja, ich habe Angst, da runterzufallen. Weil wenn ich da runterfall, bin ich Machi-Tachi tot. Und das muss jetzt auch nicht so sein. So. Bling, bling. Bauen wir mal ein bisschen Kohle ab. Kohle ab. Kohle ab. Drip. Ja, ich verbaue mich sogar meinen eigenen Cave. Wow. You're so a genius. Ach, ja, danke, ich weiß. So. 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 Funktioniert. Oh, Käse. Wir müssen bedenken, hier war unser Eingang. Und in den müssen wir auch wieder reinkommen. Okay. Ich wusste, ich bin nicht taub und unter der Cave, also daneben ist irgendwas. Und das heißt, es ist auch unter meinem Haus eine Sache, über die ich nicht weiter diskutieren möchte. Oh mein Gott. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben meine Cave. Danke. Könntest du es wieder reinschieben, Doktor? Ich weiß nicht. Also irgendwie, ich hasse das, wenn da unter dem Haus Caves sind, weil wir sind genau unter dem Haus. Also wenn ich mich jetzt hochbuddeln würde, wäre ich genau an meinem Haus rausgekommen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hasse das aus dem Grund, weil mich diese Geräusche total nervös machen. Also die, ach, ich hasse die einfach. Ich drehe einfach total durch und ich kann das nicht ab und ich hasse auch alles Mögliche an Horrorspielen und nein, Minecraft ist kein Horrorspiel, aber manchmal gleicht es für mich an einem. Denn ich bin teilweise nicht so belastbar. Das hat man auch Amnesia gesehen. Also Amnesia, da bin ich echt so ein bisschen wie Frank Royal, also lieber Max. Er hat es letztens gestreamt und es tat mir weh in den Augen. Also es tat mir weh, das zu sehen, weil... Ich wusste, was er durchmacht. Ich habe es gespürt. Also, weil ich habe genau das Gleiche durchgemacht, an genau den gleichen Stellen. Und er ist nicht bis dahin gekommen, wo ich war. Und ich weiß, dass ich kurz vor dem Waterpart stehe. Und ich weiß auch, dass ich es am liebsten deinstallieren würde und es zurzeit so ein bisschen vor mich hinschiebe. Da wird sicherlich noch was kommen, wahrscheinlich auch mit Kamera. Aber wann und wo nun, ja, das ist jetzt eine Frage noch. Da, ich bin mir noch nicht so sicher. Denn irgendwie habe ich noch ein bisschen Angst davor. Vielleicht mache ich das auch gleich im Anschluss. Weil jetzt, wo ich Minecraft aufgenommen habe, den Horror schlechthin, dann kann ich jetzt auch Amnesia noch gleich hinten dranhängen. Oh, hier geht's so weit rein. Oh mein Gott, was ist denn hier los? Wo geht es denn nur hier lang? Scheiße. Oh. Oh, sagt man nicht, ich weiß. Da unten ist hell. Das ist hingekriegt. Voll der Side-Style. Egal. Ich taste mich mal vorsichtig ran. Hier ist ein Lavafall. Sprich, wir können das nicht leer machen. Ohne Eimerschen. Wo sind wir hier? Hier ist kein Lavafall, hier ist ein Wasserfall. Aber auch den müssen wir mit Eimerschen leer machen. Also brauchen wir schon zwei Eimerschen. Und dann können wir nämlich uns eigentlich auch eine Monsterfalle bauen. Theoretisch. Irgendwo im Keller. Bauen wir uns eine übelste Monsterfalle. Vielleicht irgendwann mal. Wenn ich darauf Bock habe.
So. Weil eigentlich, was ist es, was gibt's Großartiges von Monstern zu farmen? So viel ist es jetzt nicht. Boop. Das war der Wasser in der Cave Sound. Habt ihr es gehört? Das Blub. Ist das jetzt, bin ich jetzt einmal im Kreis gelaufen? Ehrlich? So einfach geht das? Ach du großer Gott. Ey, einer reicht. Da hinten ist irgendwas. Ich will sehen, was da hinten ist. Ah, ja. Ich bin tatsächlich einfach einmal im Kreis gelutscht. Cool. Gut, also können wir hier einfach einmal im Kreis rum und das passt dann. Jedoch ist jetzt die Frage, wo war unser Ausgang? Hier so in die Richtung. Also, aber noch nicht darunter. Nee, nee, da unten war der nicht. Und hier ist noch dunkel, oder? Naja. Hier ist noch sehr mit Lava. Wir sind also in einer Schlucht. Also unter dem Fluss ist Schlucht. Ja, ich hab's verstanden. Ich weiß, dass jetzt hier Lava ist. Ist okay. Gut, dann würde ich sagen, prepare ourselves with lots of Eimers. And then we will bauen this up. Und einfach mal schauen, was wir dann so alles so an schönen Stoffen haben. Kriegen dafür. Kriegen haben, tuten, taten, täten dafür eventuell. Ha, ich habe mich doch nicht verlaufen. So, ich mache mir jetzt hier einen Wegpunkt. Einfach nur, weil besser. Der heißt Ausgang Cave zum Haus. Wir machen den nicht pink, wir machen den am besten türkis. So. Wichtig, ne? Weil ich verliere sowas. Ich verliere sowas wirklich. Wenn ich in einmal eine Cave reingelaufen bin, könnt ihr das knicken. Und dann könnt ihr euch gleich mal überlegen, ob wir das eventuell ein bisschen ausbauen möchten. Ob ihr das ausgebaut haben wollt. Vielleicht so eine Art Kellergewölbe. Natürlich nicht jede einzelne Gasse. Da fehlt mir da auch irgendwo was zu, ne? Aber vielleicht so in einzelne Räume als unterirdische Ergänzung zum Keller, wie wir ja auch schon angefangen hatten, ein bisschen. Sag jetzt bitte, dass da kein Eisen drin ist. Da ist nämlich das Eisen. So. Ba, 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 ba. So. Nein. Da. Vier Eimer. Die brauchen wir, denke ich auch. Und ich möchte mal ganz kurz diesen... Ach nee, egal. Wir sind eh, die Monster sind eh aus. Da brauche ich auch keinen nervigen Sound ausmachen. So. Ich kann das ja schon mal... und das in Eimer umwandeln, denn das wäre intelligenter. Dann nehmen wir hier gleich die Kohle mit. Hoffentlich fällt das jetzt kein Kies auf den Kopf. Das wäre jetzt richtig kacke. Das passiert mir nämlich richtig gerne, dass mir plötzlich irgendwas auf den Kopf fällt. Auch so auf Multiplayer-Servern oder so, mir fällt immer irgendwie was auf den Kopf und dann werde ich ausgelacht und dann denke ich mir so, ey, das ist nicht nett. Aber sie lachen mich trotzdem aus. Oh. Ach, ich komme an die andere Kohle nicht ran. Das ist jetzt scheiße. Ich meinte natürlich, das ist schade, nicht scheiße. Ich hab's schon wieder gesagt. Ach, verdammt. Ignoriert das einfach. Ich fluche nicht, ich rauche nicht und trinken tue ich sowieso nicht. Und ich bin auch kein Vorbild und ich möchte es auch nicht sein. Bitte macht mich nicht nach. So, dann hätten wir das auch mal geklärt. So diese typische Belehrung am Abend. Dabei haben wir es erst 17:23 Uhr. Erst 17:23 Uhr. Gott. Ich nehme schon wieder viel zu lange auf. Ich sehe das schon wieder kommen. Es ist schon viel, viel, viel zu lang. Viel, viel, viel zu lang. Und ich mache die Kohle platt. Nein, doch nicht. Ich mache die Kohle platt. Ich mache die Kohle platt. Da, 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 da. Da wollte ich nämlich hin. Ich brauche nämlich ein bisschen Wasser.